Der Yukon ist ein Territorium im äußersten Nordwesten Kanadas mit einer Fläche von 483.000 Quadratkilometern, also nicht ganz sechsmal so groß wie Österreich und 43.000 Einwohner, von denen zwei Drittel in der Hauptstadt Whitehorse leben. Sein Name leitet sich vom größten Fluss des Territoriums, den Yukon River, ab. Der Name bedeutet großer Fluss und hat seinen Ursprung im Atlin Lake an der Grenze zu British Columbia. Er durchquert das Territorium, um dann in Alaska in das Beringmeer zu münden. Im Westen grenzt das Territorium an Alaska, im Osten an die Nordwestterritorien und im Süden an die Provinz British Columbia. Der Arktische Ozean bildet die Nordgrenze. Von den Einwohnern des Territoriums zählt das für die Indianer zuständige Ministerium rund 8.800 zu den First Nations. Seit mindestens 12 Jahrtausenden leben Menschen in Yukon. Für diese Zeit lassen sich die Vorfahren der heutigen Indianer nachweisen, die der athabaskischen Sprachfamilie angehören. Sie lebten bis Mitte des 20. Jahrhunderts nomadisch, wobei sie die Winter immer in denselben Dörfern verbrachten. Nach frühen Handelsbeziehungen mit der indigenen Bevölkerung, bei denen Pelze im Mittelpunkt standen, brachten Goldfunde am Klondike für kurze Zeit mehr als 100.000 Einwohner in das dünn besiedelte Gebiet. Vielen sind aus dieser Zeit die Bücher wie zum Beispiel Wolfsblut und Jack London bekannt. 60 Kilometer von Whitehorse am South Klondike Highway lebt der ehemalige Dogmascher William Gliedon, bei dem wir unsere Expeditionsbasis aufbauen und bei dem wir uns für die Unterstützung bedanken möchten. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass unser Camper, mit dem wir quer durch Kanada gereist waren und der in Dog River seinen Geist aufgegeben hatte, nicht zu reparieren war, bot mir William an, mir einen Toyota Truck zu leihen. Wie ich aus früheren Besuchen wusste, sind seine Trucks sehr zuverlässig und wir nahmen sein Angebot dankend an. Heute leben die Yukoner überwiegend von Tourismus, Rohstoffindustrie und Dienstleistungen. Die Jagd und Fischerei spielt heute bei vielen Yukonern noch eine bedeutende Rolle. Als Mitteleuropäer muss man sich erst auf die Weite und die Menschenleere dieses Landes einstellen, wobei einem die Schönheit dieser Landschaft als Schweizer, Bayer oder Österreicher sehr vertraut vorkommt. Im Yukon befinden sich viele stillgelegte Gold- und Silberminen und deren Relikte, aus deren längst vergangenen Zeiten, die dem Verfall preisgegeben sind. Kilometer von William entfernt besuchen wir die Ortschaft Cargos, eine alte Indianersiedlung, die schon zu Jack Londons Goldgräberzeiten eine wichtige Rolle spielt. Die Bewohner von Cargos sind sehr bemüht, ihre kleine Stadt nach Kräften zu restaurieren. Während der Sommermonate lädt eine nette Bäckerei die vielen Besucher bei Kuchen und Kaffee zum Verweilen ein. Von Cargos aus führt auch eine Eisenbahn nach Skagway in Alaska, der den Ausgangspunkt für die Goldgräber vor Überquerung des Chilkoot-Passes darstellt. Heute wird die Bahn nur mehr touristisch genutzt. Zu Zeiten des Goldrausches ging die Strecke bis in die heutige Hauptstadt Whitehorse und wurde zu Erz- und Gütertransporten benutzt. Nachdem die Goldgräber den Chilkoot-Pass überwunden und auf selbstgebauten Flößen und Booten den Bennett Lake überquert hatten, war Cargos die erste Anlaufstation vor der über 800 Kilometer langen Reise an den Klondike. In der Cargos und in der 150 Kilometer entfernten Atlin-Gegend fand man in dieser Zeit reiche Gold- und Silbervorkommen. Bye.
Beeindruckend ist das gesamte Einzugsgebiet des Yukon Rivers, das auch als die Southern Lakes bekannt ist. Dazu gehören der Bennett, Dagish, Etlin und der Marsh Lake. Im weitesten Sinne kann man den Misuklin River, der in den Teslin Lake mündet und von dort aus als Teslin River bei Hotalinqua in den Yukon mündet, zum Einzugsgebiet des großen Flusses rechnen. Erstaunlich ist auch der Fischreichtum in allen Seen des Yukon, wo vor allem Eschen, Seeforellen und Hechte gefangen werden. Weit verbreitet ist das Schleppangeln auf Seeforellen, die hier im Bennett Lake Größen von 40 Pfund und mehr erreichen können. Die Wasserqualität der Seen und Flüsse ist nur mit reinen Gebirgsgewässern in Europa oder Skandinavien vergleichbar. Man kann relativ gefahrlos aus Seen und Bächen trinken, denn überall wo Eschen vorkommen, stimmt auch die Wasserqualität. Die Jahreslizenz, um im Yukon zu fischen, kostet ca. $36, Stand 2012. Für das Angeln von Lachsen ist eine extra Lizenz, die $50 kostet, fällig. Unser Fischabenteuer lassen wir am Abend in gemütlicher Runde mit einer gegrillten Seeforelle ausklingen. Es ist immer ein Erlebnis von White Horse, über den South Klondike Highway und den White Pass mit seinem hochalpinen Gelände hinunter an den Pazifik nach Skagway zu reisen. Im Yukon treffen wir auf zwei Vertreter der Bärenfamilie, den Grizzly und den Schwarzbären. Es ist egal, ob Grizzly, Kodiak und Küstenbären, sie alle gehören zur Familie der Braunbären, die eng mit dem europäischen Braunbären verwandt sind. Auf der Insel namens Kodiak, die dem alaskanischen Festland vorgelagert ist, kommen die größten Vertreter der Braunbären vor. Ihre riesige Größe erreichen die sogenannten Kodiakbären von den idealen Lebensbedingungen und da vor allem durch die Lachse. Nicht selten erreichen Kodiakbären ein Gewicht von über 700 Kilogramm. Bären sind Allesfresser, obwohl der überwiegende Teil der Nahrung aus Pflanzenkost besteht. Neben den Braunbären leben seine kleineren Brüder, die Schwarzbären. Die Blackies, wie sie auch genannt werden, sind mit dem asiatischen Babial verwandt und kommen in Farbvariationen von schwarz über weiß bis braun, wobei die braunen auch liebevoll Kinamon, was so viel wie Zimtbär, bedeutet vor. Die Unterschiede zum Braunbären
sind der fehlende Höcker zwischen den Vorderbeinen und die weniger ausgeprägten Krallen, die man beim Grizzly deutlich im Ufersand eines Flusses sehen kann. Führende Bärinnen können für Wanderer und Fischer sehr gefährlich werden, wenn die Betreffenden zwischen sie und ihre Jungen geraten. Ebenso ist es gefährlich, einen Bären an seinem Riss zu überraschen. In so einer Situation empfiehlt es sich, langsam rückwärtsgehend zurückzuziehen, aber den Bären nicht aus den Augen zu lassen. Schalenwild, zu denen auch Maultierhirsche zählen, sind für Bären schwer zu erbeuten. Es passiert jedoch, dass Meister Betz diese Art Beute Wölfen streitig macht. Des Weiteren leben Elche, Wapitis, Büffel, Maultierhirsche und Karibus in dem weiten Land. Die Lebensweise aller Bären ist sehr vielfältig, aber die Hauptnahrung ist mit Ausnahme der Eisbären hauptsächlich pflanzlicher Natur. Fleischliche Nahrung, vor allem Fisch und auch Aas, werden gerne als Proteinquelle genutzt. Während des Winterschlafes gebären die Bärenmütter in der Regel 1 bis 2 Junge und führen diese dann 2 Jahre. Es gibt auch Fälle mit 3 Jungen, die selten sind. In der Regel überleben bei 3 Bärenkindern nicht alle das erste Lebensjahr. Ein Phänomen der Bären ist auch der Stoffwechsel während des Winterschlafes, da sie dabei keine Körperausscheidung haben. Das heißt, der Urin wird im Körper recycelt und wiederverwertet. Bärenmütter paaren sich nur alle 2 Jahre. Vorher verstoßen sie ihren Nachwuchs, den sie 2 Jahre lang großgezogen haben. Von dem Zeitpunkt an sind die 2-jährigen Jungen auf sich allein gestellt und müssen sehen, dass sie sich in der rauen Umwelt allein zurechtfinden. Des Weiteren leben Elche, Wapitis, Büffel, Maultierhirsche und Karibus in dem weiten Land. Weißkopfseeadler und Fischotter profitieren vom großen Fischreichtum der Flüsse, den tausenden Seen und Tümpeln. Füchse, Vielfraße, Marder und Wölfe jagen in dem wilden Land nach Beute und werden selbst zur Beute eines Trappers. Auch junge Bisame, die mit den Bibern verwandt sind, stehen auf dem Speiseplan der Adler. Vom South Klondike Highway aus fahren wir ein Stück auf einer Gravel Road, die eine Nebenstraße zum Annie Lake ist und an deren Ende sich eine Goldmine befindet. Über eine erst kürzlich niedergegangene Mure bringt uns unser Toyota Truck ohne ein Problem. Die Mine liegt in einem von Bergen umsäumten Gebiet, in dem 2 Flüsse, die in den Bennett Lake münden, entspringen. Sowohl der Weyerton wie auch der Watson River werden von Gletschern gespeist. Diese Flüsse eignen sich hervorragend zum Flügelfischen. Vom späteren Nachmittag bis zur Abenddämmerung kann man den sogenannten Baumstachler begegnen. Baumstachler, die auch den englischen Namen Porcupine tragen, sind reine Pflanzenfresser. Diese Art der Stachelschweinverwandten sind auch fähig, Bäume zu erklimmen. Bussarde, Habichte, Kojoten und der Uhu sind geschickte Jäger von Mäusen und Zieseln, die Gopher genannt werden. Gopher sind die besser als Präriehunde bekannt geworden und unterminieren ganze Landstriche. Dadurch werden sie gnadenlos verfolgt, da sich Büffel und Rinder die Vorderbeine in ihren Bauen brachen.
Zurück auf den Highway geht die Fahrt weiter zum Spirit und Emerald Lake. Anschließend passieren wir Kagros mit der kleinsten Wüste der Welt. Bei der sogenannten Kagros Desert dürfte es sich eher um den Sandstrand eines Urmeeres als einer echten Wüste handeln. Denkbar wäre auch eine ehemalige Meereslagune. Von Kagros aus machen wir einen Abstecher auf den Montana Mountain. Die fantastische Aussicht auf den Bennett Lake, Kagros und einen kalten Bergsee entschädigen für einen nicht ganz ungefährlichen Aufstieg. Am Montana Mountain, den man auch als den Hausberg von Kagros bezeichnen könnte, befinden sich etliche aufgelassene Gold- und Silberminen des 19. Jahrhunderts.